Wenn ihr wissen wollt, wie man ein Muster mit Sternen und Schneeflocken macht, dann bleibt gerne dran. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Ich würde heute gerne mit euch ein Muster machen mit Sternen und Schneeflöckchen. Ich habe mich vergangenes Jahr damit beschäftigt, wie man auf Procreate Muster erstellen kann. Und ich fand das Video von Bunte Galerie Handlettering eigentlich am einfachsten. Deswegen möchte ich das heute nach dem Schema mit euch machen. Ich verlinke euch das Video aber auch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch gerne dort vorbeischauen. So, dann kann es losgehen. Wir gehen natürlich in die Procreate-App rein. Und ich werde mir wie immer eine quadratische Leinwand öffnen. Und ich möchte euch als erstes die Farben zeigen, die ich verwende. Dafür gehe ich hier auf die Farben drauf. Und falls ihr dieselben Farben verwenden möchtet wie ich benutze hier ein dunkles Blau und so einen Rosaton. Und ich werde euch die Hexadezimalnummern einmal im Video einblenden, wenn euch das interessiert, beziehungsweise ich blende sie dann ein, wenn ich sie verwende. Genau, und die könnt ihr hier bei Wert eingeben. Also falls ihr auf die Farben oder auf die Farbpaletten geht und ihr landet bei Paletten oder Ring oder irgendwo anders, müsst ihr einmal hier auf Wert gehen und könnt dann hier die Nummer eingeben, die ihr gerne hättet. Genau, dann werde ich mir direkt mal als erstes die Hintergrundfarbe einstellen. Damit das Ganze nicht schwarz-weiß langweilig ist, mache ich mal die Hintergrundfarbe eben in diesem Dunkelblau, das ich mir ausgesucht habe. Und dann haben wir das schon mal. Und dann sieht man auch hier, dass es hier dunkelblau unterlegt ist, diese Fläche für die Hintergrundfarbe. Und dann nehme ich mir als nächstes diesen Rosaton, der ist bei mir eigentlich schon ausgewählt, genau. Genau, und dann kann ich im Prinzip auch schon losstarten. Ich habe mir jetzt für mein Muster überlegt, dass ich gerne meine Winterstempel benutzen möchte. Dazu hatte ich mal für meinen Kanal ein Tutorial gemacht. Das werde ich euch unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Wer das nicht zuerst machen möchte oder keine Lust drauf hat oder wie auch immer, dem zeige ich jetzt eine Alternative. Ihr könnt hier auf Kalligraphie gehen und beispielsweise den Monoline nehmen. Und ich stelle mir den mal auf, ja, sagen wir mal auf 18%. Und für die Sterne und Schneeflocken, die ich male, könnt ihr beispielsweise stellvertretend sowas hier malen in unterschiedlichen Größen. Es könnte ein Stern sein, es könnte eine Schneeflocke sein. Ihr könntet auch Punkte setzen in unterschiedlichen Größen. Genau, das ist so das, was mir spontan einfällt. Oder ihr macht mein Tutorial einmal mit und dann könnt ihr die Stempel verwenden, die ich jetzt verwenden möchte. Genau, ich werde jetzt aber, wie angekündigt, einmal in mein Winter-YouTube-Set reingehen. Und dann nehme ich mir als erstes die erste Schneeflocke, die ich da mal gemacht hatte, und mache mir das auf 100%. Und dann werde ich Schneeflöckchen dahin setzen, wo ich denke, wie sie irgendwie gut aussehen. Zum Beispiel so. Wichtig ist hierbei, da müsst ihr gut drauf aufpassen, dass ihr nicht über den Rand hinaus stempelt oder malt. Das wird später noch relevant sein. Genau. Dann mache ich mir das nochmal auf, sagen wir mal, 50%. Und mache vielleicht auch nochmal diesen hier. Als nächstes nehme ich mir einen anderen Stempel aus der Sammlung, und zwar den ersten Stern, den ich damals gemacht hatte. Den mache ich auch einmal auf 100% und setze mir mal hier einen hin, mal gucken, ob hier noch einer hinpasst, nicht ganz. Wenn ihr was löschen wollt, macht ihr das übrigens mit zwei Fingern und dann einmal auf den Bildschirm tippen. Vielleicht klappt es so, auch nicht. Jetzt aber, jetzt ist er noch drin. Genau, den mache ich mir jetzt hier auch nochmal kleiner auf 50. Dann setze ich mir hier noch einen hin und hier noch einen hin. Und jetzt nehmen wir uns den Monoline. Der ist unter Kalligraphie. Könnte man auch theoretisch mit einem anderen Pinsel machen, aber den finde ich dafür am besten. Und der Schritt ist jetzt auch wichtig. Malt einmal hier so eine Ecke rein.
Egal wie, einfach hier was in der Ecke markieren. Zum Beispiel so ein Dreieck wie ich. Das mache ich hier auch. Und das mache ich hier auch nochmal. Das werden wir später wieder wegradieren. Das wird nicht zum Muster dazugehören. Das ist aber wichtig, wenn wir gleich die Auswahl mit dem Pfeil treffen. Ja, nachdem das gemacht ist, gehen wir auf die Ebenen und duplizieren die Ebene dreimal. So, so und so. Jetzt haben wir ein und dieselbe Ebene viermal insgesamt. Ich nehme jetzt die unterste Ebene. Das ist die, die ich als erstes bewegen muss. Und ich werde hier einmal die Pfeile wegmachen, damit das nicht irritiert. Und jetzt gehen wir auf den Pfeil. Und jetzt seht ihr auch, wieso es wichtig war, dass wir hier einmal die Ecken ausgemalt haben. Wenn wir das nämlich nicht gemacht hätten, dann wäre die markierte Fläche, die wir jetzt mit dem Pfeil bewegen wollen, kleiner gewesen. Und das hätte später ein Problem beim Muster ergeben. Ist irgendwie nicht so einfach, das zu erklären, aber ich hoffe, es ist verständlich oder wird euch am Ende noch klar. Und jetzt bewegen wir aber diese Fläche. Und zwar einmal nach oben links. Es könnte theoretisch auch eine andere Reihenfolge sein. Ich mache das aber immer gerne so, wie ich lese, damit ich nicht durcheinander komme. Und das mache ich so lange, bis ich das orange Kreuz in der Mitte sehe. Und jetzt sehe ich es. Seht ihr das? Einmal so und einmal so. Das müsst ihr sehen. Das ist unglaublich wichtig, weil sonst kriegen wir später kein nahtloses Muster hin. Deswegen darauf müsst ihr achten. Einmal loslassen auf den Pfeil und dann habt ihr das abgesichert. Was auch praktisch ist, ist, dass die Markierung von vorhin jetzt so eine Art Hilfe uns gibt, an der wir uns orientieren können. Wir werden jetzt nämlich das Gleiche machen. Mit der Ebene, die da drüber liegt, einmal sichtbar machen, mit dem Pfeil schnappen und diesmal das gleiche nach oben rechts schieben. Genau, da habe ich es schon. Und da treffen auch die Markierungen aufeinander. Und dann können wir loslassen, einmal auf den Pfeil drauf, dann ist das auch abgesichert. Dann mache ich das gleiche mit der Ebene da drüber, einmal sichtbar machen, mit dem Pfeil schnappen. Und diesmal nach unten links in meinem Falle. Da ist auch schon das orange Kreuz. Loslassen auf dem Pfeil, dann habt ihr das. Die Markierung ist auch in der Mitte und nahtlos, so wie es sein sollte. Und dasselbe nochmal mit der letzten Ebene sichtbar machen. Auf dem Pfeil nach unten rechts schieben. Genau. Loslassen auf dem Pfeil und dann habt ihr das erstmal. Jetzt drückt ihr länger auf das Radiergummi, damit ihr mit dem aktuellen Pinsel radieren könnt. Und das war ja eben noch der Monoline. Und könnt euch das hier in der Mitte jetzt einmal wegmachen. Dafür mache ich den Pinsel mal ein bisschen größer, damit das schneller geht. Ach so, das hat nicht sofort funktioniert, weil ich die Ebenen noch zusammenfassen muss. Deswegen geht einmal auf die Ebenen und dann macht ihr einen Finger auf die oberste Ebene und den anderen auf die unterste Ebene von denjenigen, die ihr zusammenfassen wollt, und schnippt einmal, Entschuldigung, das war ein Versehen, und schnippt einmal hier so zusammen. Und dann habt ihr nur noch eine Ebene anstatt vier und das komplette Muster ist halt drauf. Genau, jetzt aber nochmal auf den Radiergummi. Und jetzt alles wegradieren. Genau, jetzt hat es auch geklappt. Eben war ich nämlich nur auf der einen Ebene drauf. Genau, jetzt haben wir das erstmal so. Was ihr jetzt machen könnt, ist, falls ihr diesen ersten Zwischenschritt, nenne ich es jetzt mal, nicht verlieren möchtet oder nicht löschen möchtet, könnt ihr hier einmal so zur Seite swipen und das Ganze duplizieren. Ich mache das jetzt aber nicht, damit es nicht unübersichtlich wird, aber das könntet ihr theoretisch machen. Genau, ich werde jetzt genau auf dieser Fläche weitermalen und dafür gehe ich wieder in meine Pinselsammlung auf Winter YouTube. Das sind nämlich die Stempel, die ich vorhin verwendet habe. Gehe nochmal auf die erste Schneeflocke und mache mir die auf 50%. Ah, da war sie sowieso schon.
Und setz noch mal ein paar irgendwo hin und wieder gut darauf achten, dass ihr nicht über den Rand kommt. Ich mache mal hier eine hin und hier eine hin. Oder nee, ich mache hier eine hin. Dann mache ich das noch mal kleiner, sagen wir mal auf 25%. Und werde dann noch mal welche verteilen, zum Beispiel hier. Hier und hier. Genau. Und jetzt gehe ich auf den Stern, den ersten Stern, den ich gemacht hatte. Werde da auch noch mal welche verteilen. Einmal hier hin, einmal hier hin und einmal hier hin. Den mache ich mir auch noch mal kleiner auf 25%. Und setze dann noch mal einen hier hin und hier hin. Beim Muster fehlt mir jetzt aber irgendwie noch was, deswegen würde ich gerne noch Punkte setzen. Das könnt ihr mit dem Monoline machen, wie ich euch das eben gezeigt habe. Ich habe hier aber irgendwo noch eine Mondpinselsammlung und da nehme ich ganz gerne für sowas den Vollmond, weil ich finde, mit dem Monoline passiert das schnell, dass man versehentlich einen Strich oder ein Oval oder irgendwie sowas macht, anstatt einen Punkt. Deswegen nehme ich der Einfachheit halber den. Ihr könnt aber auf jeden Fall den Monoline verwenden und den mache ich mir erstmal auf 15%. Und ja, setze ein paar Punkte hin, wo ich denke, wo es schön aussieht oder wo es noch leer aussieht. Und dann mache ich den auch noch mal ein bisschen kleiner, sagen wir mal auf 10%. Und mache dann auch noch mal irgendwo welche hin. So, wir sind jetzt fertig mit dem Muster. Und um zu beweisen, dass das ein nahtloses Muster ist, werden wir das einmal einfügen auf eine oder in eine andere Leinwand. Und die Ebene, die verblieben ist, ist euer Muster, dass ihr nahtlos aneinander rein könnt. Dafür werde ich einmal hier drauf tippen, auf Kopieren gehen. Dann geht ihr aus der Galerie raus beispielsweise. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu demonstrieren, aber ich mache es jetzt mal so. Und ich habe mir hier schon eine quadratische Leinwand vorbereitet, die größer ist. Da gehen wir jetzt einmal rein. Ich mache das mal kurz kleiner. Und dann mit drei Fingern nach unten swipen und auf Einfügen tippen. Und dann habt ihr da das Muster. Das werde ich mal oben links in die Ecke machen, genau, bis ihr wieder das orange Kreuz seht. Dann dupliziere ich das einmal, schnapp mir das und ziehe das nach rechts. Das mache ich jetzt nochmal. Dann mache ich das, sagen wir mal, hierhin. Und dann dupliziere ich das nochmal. Schnapp mir das mit dem Pfeil. Ziehe das nach links. Und ich habe ein nahtloses Muster. Also egal, was ich euch jetzt zeige, ihr seht das immer wiederkehrende Muster. Genau, da kann man vielleicht noch die Hintergrundfarbe einmal einstellen. Dann sieht es aus wie vorhin, nur in dem Fall etwas kleiner und aneinandergereiht. Aber ja, das ist euer Muster. ich mache mal so und so, dann könnt ihr das euch angucken. Genau, ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst, das Übliche, einen Kommentar da lasst. Hatte ich schon Kommentar gesagt? Ich glaube schon. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Wenn ihr es nachmacht, könnt ihr mich gerne taggen. Da heiße ich auch Sammy's Art. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!